stimmt es, dass alle Schwarze so einen fetten, großen Schwanz haben? Welcome to Yeboah's Vlog. Heute geht es um Dinge, die schwarze Männer hassen. Ich hoffe, es hört in diesem Video auf. Ich habe bereits einen Teil mit meinen Ladies hochgeladen. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut unten in der Beschreibung. Ich werde das Video verlinken. Stimmt es, dass schwarze Frauen generell sehr gut blasen können, weil sie so dicke Lippen haben? Heute sind die Männer dran. Heute sagen wir euch, was wir absolut nicht mehr hören können. Erstens, du siehst für einen schwarzen Mann sehr gut aus. Oh Mann. Abgesehen davon, dass es kein Kompliment ist, eine Beleidigung ist, disrespectful ist und so weiter und so fort, weiß ich gar nicht, was ich damit überhaupt machen soll. Das kommt zwar nicht so oft vor wie bei den Mädels, aber ich hatte das zum Beispiel mal in der Schulzeit, da waren wir im Schulbus und dann war ein schwarzer Kollege, ich habe dem Hallo gesagt und der hatte halt sehr afrikanische Gesichtszüge. Das heißt, er hatte eine größere Nase, er hatte größere Lippen und dann meinte das Mädchen so zu mir, ja, aber der sieht ja nicht so toll aus. Und dann meinte ich so, was meinst du damit? Und sie so, ja, du siehst ja nicht so aus wie er. Sie wollte mir im Prinzip damit sagen, du siehst für den Schwarzen gut aus, dein Kollege gehört zu den 90% der Schwarzen, die nicht gut aussehen, weißt du? Das ist kein Kompliment, du siehst für einen Schwarzen gut aus. What do you mean? Etwas, was du wahrscheinlich ganz oft erlebst oder was ich erlebt habe als schwarzer Mann, der halb schwarz ist, der mixed ist, also einen nicht schwarzen Elternteil hat, ist, dass wenn ich mit jemandem schreibe oder wenn ich auf ein Date gehe oder grundsätzlich, dass mir dann jemand sagt, du bist genau die richtige Bräune. So ganz schwarz mag ich nicht, aber du, das ist perfekt, so Karamell. Und das ist einfach beleidigend und auch respektlos. Mein Vater ist schwarz, mein Vater ist dunkel. Die Hälfte meiner Familie ist so dunkel. Und was soll das überhaupt bedeuten? Ich brauche nicht irgendwie von dir zu hören, dass ich, weil ich gerade nicht so dunkel bin, irgendwie besser bin und auch genauso umgekehrt. Du bist ja nicht richtig schwarz, du bist ja eher Karamell, das zählt ja nicht. Es ist nicht an euch, wenn ihr nicht schwarz seid, zu bewerten, wie schwarz jemand ist oder das so abzustufen und manche Leute abzuwerten oder aufzuwerten und genauso zu sagen, ja, auf solche Schwarze wie dich stehe ich ja nicht, sondern ich mag schon dann, wenn dann so richtig schwarz. Das ist einfach beides eklig und steht euch nicht zu, irgendwie anhand der Helligkeitsstufe das abzustufen, weil es gibt Leute, die haben meine Hautfarbe und die haben zwei afrikanische schwarze Eltern. Es gibt Leute, die sind gemischt, so wie ich, mixed. Und es gibt Leute, die sind dunkel, so wie David Alaba. Und der ist aber auch nur halb schwarz zum Beispiel. Klassifiziert die Leute nicht ungefragt. Ganz wichtiger Punkt. Stimmt es, was man über schwarze Männer sagt? What do you mean? Stimmt es, dass alle Schwarze so einen fetten, großen Schwanz haben? First of all, ich kann nur für mich sprechen. Ich habe nicht die Penisse von der ganzen schwarzen Menschheit gesehen. So, I don't know. Die fragen euch, boah, ist der wirklich so groß? Und wie groß ist der? Und ihr habt doch so große. Viele von uns, wenn aus afrikanischen Ländern, wir sind beschnitten, dann fragen die uns, ja, und bei dir so und so. Und lasst es einfach sein. Vor allem, wenn ihr jetzt jünger seid und ihr seid weiß oder ihr seid nicht schwarz. Kommentiert einfach nicht das Genital von jemand anderem, weil jeder hat eine andere Geschichte. Nur weil jemand dunklere Haut hat, hat er nicht einen größeren Penis. Das ist bei jedem Person anders und es sollte auch keine so große Rolle spielen. Und ich finde, diese Frage zeigt, dass einige weißen Leute denken, dass sie das Recht haben, jede Frage zu stellen. Und meiner Meinung nach zeigt es einfach, dass diese Leute, die diese Fragen stellen, dass sie denken, dass sie schwarzen Leuten gegenüber überlegener sind. Eben weil sie sich das Recht nehmen, so eine Frage zu stellen. Weil ich denke nicht, dass du zu jemandem hingehen würdest, für den du Respekt hast und der Person dann so eine Frage zu stellen. Weißt du, wie ich meine? Das würdest du niemals machen, wenn du die Person respektieren würdest. Wir werden nicht respektiert. Wir werden nicht respektiert. Egal wie cool oder toll dieser Stereotyp auch sein mag, das ist sehr privat, sehr intim, unangebracht und einfach nur krank. Oder was ich auch zum Beispiel hasse ist, du wirst mit irgendeiner schwarzen Person verglichen. Also jeder, von Craig David, Shemar Moore, was ich ein geiler Vergleich war, Boris Kotcher habe ich schon gehört, Kanye West, Kanan, Will Smith. Ich wurde mit so vielen immer verglichen. Ja, du siehst genauso aus wie der, du siehst genau. Und ich sehe halt, ich kann doch nicht wie 12 verschiedene schwarze Celebrities aussehen. Das macht einfach gar keinen Sinn. Deswegen sagt es nicht, oh, du siehst aus wie Jay-Z, oh, da, 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 da. Du bist ein Individuum. So, genauso wie der schwarze Freund von dir. Und lass es einfach sein. So, ey, wir sind nicht Chris Brown, wir sind nicht
Asher oder so, sind die Namen, die wir tragen. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir aufhören müssen. Eins, was ich richtig, richtig komisch finde oder auch ziemlich weird finde, ist, dass viele, viele Menschen denken, dass wir schwarze Männer nichts im Gym machen müssen. Dass wir vielleicht nur einmal die Woche ins Gym gehen müssen und schon die Muskeln haben. Wie Herkules. Es ist anscheinend biologisch bestätigt, dass schwarze Leute genetisch stärker sind und einfach schneller Muskelmasse aufbauen. Aber nur weil es genetisch bedingt ist, heißt es nicht, dass ich nicht dafür arbeiten muss, um diese Muskelmasse zu kriegen. Wir müssen genauso oft trainieren, genauso hart trainieren wie jeder andere. Nicht einmal die Woche oder an einer Hantelbank vorbeilaufen und wir haben schon die Muskeln. Wie ich immer höre, ich höre es wirklich echt oft, dieses Statement. Okay, ich war einer der schnellsten damals in der Grundschulzeit und in der Schulzeit, aber weil ich mit 4 Jahren mit Leichtathletik angefangen habe und nicht wegen meiner Hautfarbe, you know? Ihr setzt irgendein Floh in schwarze, junge Jungs, ja, die dann ins Gym gehen und denken, die müssen einmal oder zweimal die Woche ins Gym und die haben schon die Muskeln, die sie haben wollen. Stop that! Hör auf! Du musst genauso oft ins Gym. Genauso oft ins Gym wie jeder andere. Wenn man breit ist und trainiert hat und dann diese Leute kommen und sagen, ja, aber du bist ja eh schwarz, bei dir geht's ja eh schneller. Die Person geht 5-mal die Woche trainieren und du willst sagen, ja, nur weil sie schwarz ist, hat sie jetzt diese Muskelmasse aufgebaut, die sie hat. Ne? Nur weil sie schwarz ist. Diese Person hat ja nicht geschwitzt, ne? Sie war ja nicht 5-mal die Woche da, hat ja nicht auf ihre Diät geachtet. Das ist ja nur, weil sie schwarz ist. Ne? Weil es ja so schnell geht. Nach einem Monat war sie schon direkt hier. Hulk, Dwayne The Rock Johnson, ne? Come on, guys. Come on. Was ich auch hasse, ist zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel so ein Hemd trage oder so ein Ohrring anhab oder so, dann kommen so weiße Männer um die Ecke und die sagen sowas wie, ja, aber jemand wie du, bei dem, du kannst ja sowas tragen, dir steht ja sowas. Lass das sein, so Digga, wenn ich was tragen kann, das ist nicht, weil ich schwarz bin, sondern weil ich einfach vielleicht modisch bin oder weil ich ein cooler Typ bin. Oder, aber das hat nichts mit meiner Hautfarbe zu tun. Wenn du geil, wenn du swagged out wärst, könntest du genauso ein Hemd tragen oder was auch immer du tragen kannst. Bruder, yo, 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 hast du Gras? Ey, ey, yo, ey, yo, ey, yo, Bruder, yo, 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 yo. Hast du Meth? Ey, yo, Bruder, yo. Ey, come on, man. Ich meine, ich gehe nur spazieren. Oder dürfen schwarze Männer nicht mehr spazieren gehen? Like, come on, man. Like, you know, put some respect on my skin, yo. Like, leave me alone. Ich glaube, dass ganz oft irgendwie von schwarzen Männern erwartet wird, dass sie besonders aggressiv oder tough sein müssen oder irgendwie so eine bestimmte Form von Männlichkeit entsprechen müssen und Basketball spielen oder so ein Scheiß. Und das ist einfach kompletter Bullshit. Schwarze Männer können Streber sein, schwarze Männer können lustig sein, schwarze Männer können langweilig sein, schwarze Männer können Rockmusik hören, sie können genauso Rapper sein. Alles, was sie sein wollen, das sollen sie sein. Schwarze Männer können andere Männer lieben. Schwarze Männer können Frauen lieben. Schwarze Männer können alle Geschlechter lieben. Schwarze Männer können asexuell sein und sagen, mir taugt das einfach nicht. Und man sollte ihnen einfach diesen Raum geben und nicht immer gewisse Dinge von schwarzen Männern erwarten. Schwarze Eltern, bitte erlaubt euren Jungs einfach frei zu sein, dass die machen können, was sie für richtig halten, dass sie nicht irgendwie in eine Rolle gedrängt werden oder eine Sache machen müssen, so, sondern dass sie sich entfalten können. Passt alle auf euch auf, liebt euch so wie ihr seid und Black Boy Joy. Brown Boy Joy. Sagt uns unten in den Kommentaren, was für Dinge ihr hasst, wenn euch weiße Leute, nicht schwarze Leute fragen. Let me know in the comments. Gebt uns einen Daumen nach oben. Hier ist eine Folge von Druck. Das müsst ihr euch anschauen. Hier ist das Video von den Mädels und wir sehen uns im nächsten Video.